Wie fange ich am besten ein Pikachu? Ja. Chat. Schade. Scheiße, meinte ich nicht böse. Hat ihm aber nichts getan, ich weiß nicht. So, genauso nochmal. Genauso nochmal. Und du läufst gefälligst nicht weg. Du kannst nicht weglaufen. Gib es mir, ich möchte das Pikachu. Bleib so drin, ich bin ganz lieb. Au. Ich finde es irgendwie seltsam, dass es nicht Pika Pika macht, sondern nur den Gameboy Sound. Komm jetzt! Komm jetzt! Ach komm! Was soll denn das? Wütend. Ja, wütend zu sein. Da den Ball. Wirklich leicht einen Elite-Galoppa zu fangen. Na, ist ein Pikachu oder was? Ich habe ein Pikachu. Ich habe ein Pikachu gefangen. Wir dürfen jetzt alle GG in den Chat schreiben. Leichte Exemplare. Ich habe auch ein leichtes. Kein Klopsen. Ich habe ein dünnes Pikachu gefangen. Skinny. Skinny Pika. An dieser Stelle wurde ein Feuer gemacht. Es muss wohl jemand hier gewesen sein. Ist es gerade schon wieder laggy? Wie das jetzt hier ist. Wer bist du? Dein Gang verrät, dass du keine gewöhnliche Dorfbewohnerin bist. Dass sich jemand bis hierher vorgewagt hat, kann nur eines heißen. Du willst uns, die drei Banditenschwestern, dingfest machen, stimmt's? Ich kenne euch gar nicht. Bevor wir dieser armen Gestalt den Chaos machen, sollten wir ihr vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. Nö, du musst nicht sein. Hör gut zu. Wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Wir statten dies Tier, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachlich, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Du hast keine Chance. Nicht gegen mich. Ich kralle mich fest. Du wirst mich nicht los. Ephelia ist der Name. Merk ihn dir bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand ersticke ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent so reich. Wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Okay. Banditen, Schwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Vor dir stehen die unbeugsamen drei. Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei. Überlass das mir, mit dir, da werde ich im Handumdrehen fertig. Oh je. Oh je. Los, Toxiquack, gib mir eine Kostprobe von deinem Gift. Bitte nicht. Woher habt ihr überhaupt Pokébälle, BT? Ist das zufällig auch Wasser? Ein Wasser-Pokémon? Hallo? Wer wolltet einfach eins meiner Besten?
Ist es? Ist es nochmal? Ja gut. Am Ende! Unschön, aber immer noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Diese elendige Galaktik-Expedition. Selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nimm dir halt diese gammelige Steinplatte, wenn du uns dafür in Ruhe lässt. Da ist ein Plattenfragment. Ein Teil der Steinplatte aus den Ruinen des Trostes. Darauf sind buchstabenähnliche Muster eingemeißelt. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber dieses Stück Stein ist doch kein Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wieso hast du eigentlich nach uns gesucht? Wegen der Platte. Rosa Luna, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ach so, du legst dich ins Zeug, um jemand anderem zu helfen? Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir können es uns allerdings nicht leisten, uns um andere Leute Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir mit der Galaktik-Expedition noch eine Rechnung offen. Das heißt, auch du wirst noch für all das bezahlen. Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Da ist die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärten Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt, nur Unkraut vergeht nicht. Seh dir wohl, du in den Ruinen des Trostes, dass du das Plattenfragment zurückholen konntest. Okay, aber jetzt holen wir unser Pikachu. Also erstmal was holen. Achso, nee. Bei dir. Ich berichte hier nichts. Gar nichts berichte ich hier. Ich hätte auch gerne mal einen Sichler mitgenommen. Oh, ich habe so viele Sachen. Was mache ich denn jetzt? Wen wechsle ich denn jetzt aus? So langsam. Eigentlich das andere Elektro, aber Luxio, ich mache mir Luxio. Attacken verwalten. So. Kann das bisher nur die vier? Ne, es kann auch noch Donnerwelle, aber Donnerwelle ist blöd, wenn ich nicht. So, du könntest noch Zauberblatt und Luftschnitt. Der nicht auszuweichen ist. Ja komm, dann nehmen wir das anstatt Blattwerk. Der Luftklinge angreift. Okay, ja, Eroas kann auch nicht ausgewichen werden, das wusste ich gar nicht. Habe ich nehme Hochschnitt anstelle von Aeroas, weil dann habe ich noch den kleinen Windstoß, wenn ich Pokémon nur schwächen, wenn ich gleich fangen möchte. So, kann ich das jetzt noch irgendwie sortieren? Verschieben. So. Ich hätte jetzt nicht übernommen. Warum hast du das jetzt nicht übernommen?
Okay. X. Okay, die sind aber noch da, oder? Die Attacken. Hallo, Riede ist es. Hey, oh. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Mittwoch. Spielst du auch Pokémon? Okay, du kannst noch nicht mehr. Das ist ja aber schade. Ganz schön. Mir geht's super und dir, ja, wie immer, ja. Und hallo Sam, schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Schön, dass du reinschaust, habe ich schon gesagt. Wie war dein Mittwoch, Sam? Ja, du, ich bin mit der Hauptstory von Arceus schon durch. Bist du schon durch? Okay. Wie viel habt ihr denn gespielt, ihr Leute? Ja, die Attacken bleiben da. Okay, danke, Spirit. Und auch dir einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen im Stream. Wir verschieben so. Eigentlich, den will ich eigentlich auch nur noch entwickeln und dann können wir auch einen anderen nehmen. Können es auch Ruheort. So. Und den machen wir noch 100. Oh. 40, 40. Nicht unbedingt beide, oder? Vielleicht nehmen wir doch Aeros. Ach komm, das muss jetzt nicht immer kommen, wenn das doch da bleibt. Evoli, was kannst du eigentlich? Ich habe mir jetzt noch gar nicht in Action gesehen. Tegelruck sowie Sternschau, coole Augen. Frage, wenn das jetzt eine Fee-Attacke hat, geht das dann zu Felinara? Mir war gar nicht so geistesgegenwärtig, dass Mittwoch ist. Hätte es mir vielleicht sogar einen Montag gehabt. Ich denke irgendwie auch, heute ist Dienstag. Irgendwie hänge ich noch in gestern. Ich weiß auch nicht. Hab mir extra Urlaub genommen und habe jetzt circa 14. Du hast dir extra Urlaub genommen? Okay. Das nenne ich ambitioniert. Und 40 Stunden seit Freitag. Der Wahnsinn. Intelligent die Attacken verwalten, danke. Ich könnte theoretisch noch Hypnose, was gut ist, um Pokémon zu fangen. Okay, ich glaube, den Doppelschlag, den fand ich doof. So, Tackle Blut, ja, das ist in Ordnung, denke ich. Ja, ich bin ein Kind. Sam, wie gesagt, du. Nicht Sam. Wer war ein Kind? Nein. Rede ist Tis. Spreche dich überhaupt richtig aus. Falls nicht, verbessere mich bitte. Wenn du ein anderes Pokémon möchtest, oder ein Dragon Ball Character, oder ein Final Fantasy Character, oder ein Yoshi, dann kannst du das unten auch wechseln auf meiner Seite. Wenn du ganz nach unten scrollst, sind irgendwo die Stream-Avatars und dann kannst du dir einen aussuchen, den du lieber möchtest. Wenn du das wechseln willst. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der bei mir sitzt. Das war mein Tag. Okay, gute Mitarbeiter, schlechte Mitarbeiter, attraktive Mitarbeiter. Was ist das Endgame des Spiels? Das weiß ich nicht. Und jetzt wurde gespoilert. Sehr schön. Ich wünsche, es wäre schon Freitag. Wer wünscht sich das nicht, Bild? Wer wünscht sich das nicht?
Das ist ja von Donnerstag auf Freitag rausgekommen. Habe um genau 0 Uhr angefangen zu spielen. Habe es letztens schon, um Gottes Willen, gestreamt. Um Gottes Willen, okay. Das heißt, du streamst auch. Das war eine lange Nacht dann. 0 Uhr und 13 Stunden Stream. Das mache ich ganz sicher nie. Dazu bin ich zu müde. Hey, was darf ich jetzt sagen? Gespoilert, was das Endgame ist. Bad funktioniert doch bei mir nichts. Ist Pikachu eigentlich auch selten? Aber ich wollte halt dieses Pichu haben. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Faszinierend. Himbeere und löchrige Aprikokos. Und der hatte EP-Bonbons. Wir müssen mir Parasex besiegen. Schon fortsetzen. Nee. Geh weg. Ich noch ein paar Nebulax. Ich könnte auch ein paar Nebulax mitnehmen. Dann könnte ich eine Alpollo haben und ein Gengar. Irgendwie Beeren? Magst du eine Beere? Oder so, der Moment. Wir versuchen mal die. Federbälle? Die sind ja scheiße! Kann ich nicht mehr oder nein drücken. Es gibt alle Evolutionen, ich glaube schon, so wie er mir gesagt wurde. Ist kein Spoiler, aber auf meiner Arkeus. Ich finde schon! Ich finde schon. Sehr cool. Ich glaube, ich wollte schon immer mal ein Team nur aus Evolutionen haben. Ja. Aber mittlerweile sind sie ja sogar mehr als sechs. Also mehr als man tragen kann. Und ich weiß auch noch nicht, wurde sie überrumpelt? Mich doch gesehen. Ich weiß auch noch nicht, wie man alle macht. Also ich habe jetzt gehört, Tiana halt am Tag entwickeln und nach Sarah in der Nacht. Aber wie es dann weiterläuft, muss ich noch herausfinden in dem Fall. Das ist eine echt schöne Musik. Aber die klingt so, als würde was Besonderes passieren. Aber ich glaube, es ist nur die Nachtmusik, oder? Ah, das ist Kokobaum. Und Anton muss ich leider besiegen, weil der Lebensstaub fallen lässt. Hallo Kasuya, schön, dass du reinschaust. Wie war euer Tag? Anstrengend, lange. Aber jetzt ist alles besser. Jetzt können wir Pokémon spielen. Und deine? Willst du die anderen wissen oder selber rausfinden? Ich würde noch ein bisschen spielen, aber darf ich eventuell auf dich zurückkommen? Weil es ist so. Ich will es eigentlich immer selber rausfinden. Aber dann finde ich es doch nicht selber raus und dann werde ich frustriert und dann frage ich es. Also da dürfte ich diesbezüglich vielleicht nochmal auf dich zurückkommen. Das fände ich gut. Du warst doch am Essen. Vielleicht bin ich zu nah dran. Vielleicht bin ich zu nah. Ich habe bisher noch gegen kein Venus Liebes gekämpft. Was gibt's da hinten? Ah, sind hier Pupse. Was?
Bald fliegen die Bälle aber nicht, wenn ich ihn hier gar nicht anvisieren kann, oder wie? Yay! Nachts gefangen, 3 von 5. 3 von 5, ich glaube, die Aufgaben werden auch genommen, oder? Hast du... Rides, das hast du schon, schon Scheins gefunden. Ich habe eine Platte, also ein Stück der Platte. Struggle, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Pearl-Clan getan hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamant-Clan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Pearl-Clan dominiert einfach alles. Also Struggle, bitte beruhige Ursaluna. Wer war das? Sein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Ach so, das war wie Axanthor jetzt, oder was? Na klar, kann sich jetzt... Okay, danke schön. Wie mir gefallen. Ich nenne mal liebe Typen. Feuer, Wasser, Pflanze, Blitz, Eis. What? Die einzig richtige Antwort hier ist Amispiana. Die einzige richtige. Vielleicht habe ich auch Typen genommen, wo ich Bass nehme. Ich hoffe doch. Du schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird sie auch nicht mehr. Aber ich habe eine Platte. Hast du das Plattenfragment etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du so etwas für eine Fremde tun? Weil ich sonst nicht weiterkomme in der Story, sind wir mal ehrlich. Wenn du schon so weit gehst. Du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen? Ja, ich biete sie. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir bitte das Platin-Fragment. Da war keins, aber okay. Ach, das ist nur eins. Ich dachte, das wären mehrere irgendwie. Hm? Okay. Fertig. Nun ist es wieder wie zuvor. Das ist okay. Alles Leben berührt was ist das dritte Wort? Das ist doch ein R, oder? Berührt anderes Leben. Alles Leben berührt anderes Leben. Um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ha! Ich kann dir vorlesen, was sonst. Dein Ernst? Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu schaffen. Verarscht. Verarscht. Okay. So ist das also. Was dort eingemeißelt steht, deutet wohl auf solche Begegnungen wie unsere hin. Indem du mir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beiden Leben in Berührung gekommen. Ja, na, ist toll. Sag ich doch. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Wie lautet dein Name? Struggle heißt du also. Willst du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr?
Salona hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Hey. Psycho wäre gut als Ergänzung jedenfalls. Ja, Mann! Aber ich glaube, Sienna ist auch wirklich nicht mein Favorit. Wieso nicht? Sienna wüsste ich kein Emoji. Wieso nicht? Sienna ist das Beste. Aber ich kann ja nicht objektiv bleiben. Ich liebe Sienna. Ja. Weil jeder versucht hat zu lesen und ich dachte mir so, kein Bock, das zu lesen. Mir fehlt noch ein Käfer, Evoldi. Kommt wohl nie. Weiß auch nicht, wie das aussehen würde. Ich finde einen Geist, Evoli, eigentlich mal ganz schick. Drache, Gestein, Stahl oder so, finde ich geil. Ja, Drache wäre auch cool im Stahl. Das finde ich auch cool. Kommt bestimmt noch irgendwann. In den nächsten 25 Jahren oder so. Gut, dann halt nicht. Dann stirb. Das ist coole Augen. Ja, und wenn er erobert das Herz des Ziels, indem er es mit cooler Augen ansieht und senkt dabei das noch ins Ziel. Das ist jetzt alles nicht so der Bringer. Aber das hätte ich ja vorher wissen können. Ich würde gerne das Problem jetzt. Okay. Das ist eine gute Position von Nita, von da oben. I have the high ground. Renn es! Okay, das ist immer so, da muss man es ja eigentlich fangen. Wenn es nur noch so wenig passiert. Gibt es hier eigentlich gerade einen Mangel an Aprikoko-Bäumen oder sehe ich nur keine, weil ich bin wie das eine? Wieso sagt das nicht Pika Pika? Wieso macht das nur Brrr? Ist doch doof. Das ist so ein Azurstein. Wenn ich nicht rankomme. Das ist ein riesiger Stein, der aussieht, als könnte man ihn irgendwann wegsprengen. Brauche ich nur eine Fassbombe oder so? Gehst du über das Menü, um Pokébälle zu benutzen? Wie meinst du? Das hier? Ja? Geht das irgendwie anders? Das wäre mir natürlich sehr lieb. Kannst du jetzt schon Pokémon gegen den Stein werfen? Ernsthaft? Ich kann diesen Stein zerhauen? Diesen riesigen Stein? Das ist doch nicht dein Ernst, Pikachu! The hell? Wie lange hast du gebraucht, um das rauszufinden? Hast du das einfach ausprobiert? Das ist ein Onix. Und ein Sprungtank. Ich weiß nicht, wie heißt. Ach, nee, ja, wir fallen. Achso, okay. Komm zurück, Pikachu. Oder bleib draußen. Eigentlich. Nicht gesehen? Hat ihr mein Pokémon gesehen? Ich würde eigentlich das Onix, wollte ich jetzt nicht. Das Kunkapu. Furchtbar. Oh,
Ach so, das haben wir auch gleich angelockt. Schön. Schön. Nicht lange, gleich alles von mir. Okay. Das sah jetzt echt nicht aus, als würde das klappen. Achso, das ist ja nun Licht. Das ist es. Yay! Au! Das ist ein bisschen unfair, finde ich gerade, ehrlich gesagt. Luschen dabei. Ich sehe gar nicht das Level vom Onyx. Also eigentlich nicht töten, aber okay. Nein, nicht der Dame, Leute. 21, das ist gar nicht so hoch. Ich dachte, das wäre Level 30 oder so, wie das abgeht. Unglaublich. Onyx ist bestimmt auch so ein seltenes Pokémon, oder? Ach, das ist gleich ein anderes. Das ist gleich die Entwicklung, okay. Ach, Leute. Ja, Onyx Level 21 machen wir doch mal das Kumtang Level 36. Also mit den Leveln hier bin ich noch nicht einverstanden. Was könnt ihr denn für Attacken, bitte? Das haben wir jetzt knapp. Ich kann immer nur mit dir anschauen. Ich töte jetzt einfach. Mach jetzt keine Experimente. Okay, wir gehen mal kurz zurück zum Heilen. Öffnen wir auch noch kurz die Tasche. Haben wir auch schon einen Shiny Luxra und einen Shiny Gyarados gefangen bei Arceus. Cool. Ich hab bisher nur das Ponyta. Ich glaube, ich muss da hoch. Komm wieder nicht da hoch. Da sind Angela. Nein, ich will jetzt nicht. Ich wollte nur das Ding einsammeln. Hier nicht. Neunzehn Geisterlichter, okay, witzig. Und wo ist die Tasche? Da drüben, oder was? Hinter mir. Jetzt müsste ich theoretisch genau drauf zulaufen. Hier irgendwas? Ja, es liegt unten. Oh Gott.
So, jetzt gehen wir aber zurück. Aber ich habe gehört, die Erfolgschance für Shinies steigt, wenn du den Pokédex machst. Hab ich gehört. Kurz Zeug abladen. Beziehungsweise. Es ist mal da. Wir haben nur eins von denen. So viele Beeren. Viel zu viele Beeren. Was soll ich jetzt da lassen? Benutze ich auch. Ich benutze die gar nie, die Beeren. Wir machen mal. Schleichspray. Dieses Item bewirkt, dass du für kurze Zeit geräuschlos läufst und selten davon wieder den Pokémon willst. Wenn ich jetzt auch noch die Items machen würde. Aber so ein paar wären vielleicht nicht schlecht. So. Noch mehr Platz. Mehr Aufbewahrungsplatz. Eisenbrocken. Dann bestimmt hier nochmal neue Bälle. Bleibst du da? Bin ich wieder da? Weiß nicht, was das ist. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Irgendwie verliert gerade öfters die Verbindung. Ja genau, es gibt auch eine Methode, wie du später einfach an Shinies kommen kannst. Okay. Das ist ja schön. Ich habe bisher noch nie so in freier Wildbahn ein Shiny gesehen. Da glitzert wieder was nicht. Oh Gott, ich will mein Tangolo. Die falsche Zeit hier. Nein, wir fangen jetzt nicht noch an. Aber ich wollte den Lebenssand. Moment. Ich wollte den Lebenssand benutzen. Habe ich ihn gar nicht mitgenommen. Okay. Doch, da. Bonita, ja.
Da fehlt noch ein bisschen. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Sand? Damit das mir doch schnell sein. Dann wieder weg. Wir brennen es. Da ist sie wieder. Da bin ich wieder. Nur den Chat hat sie jetzt wieder nicht übernommen. Hatte mein Internet. Nein, es ist. Im Zweifelsfall ist es eigentlich immer meins. Im Zweifelsfall ist es immer meins. Einmal am Tag resettet der Router. Vielleicht ist die Zeit gerade umgeschickt. Einmal am Tag resettet der Router? Wieso? Das ist echt ein bisschen ungeschickt. Immer wenn ich spiele gerade, oder was? Toll. Echt toll. Ernsthaft. Ich brauche hier immer meine Bälle bei so dummen kleinen Mobs. Wenn wir das versuchen, habe ich irgendwie keine Lust auf einen Tangolos. Mutti ist auch wie eine Elite. Nee, komm, nee. Das mache ich nicht. So, hier waren wir. Keine Onyx mehr da. Schade. Doch, da ist noch ein. Okay, das sind immer die drei oder wie? Und das eine ist Level 36. Zu overpowered. Diesmal komme ich vorbereitet. Er fing eine löchrige Aprikoko an Kopf. Also vergessen, wie man schleicht, sieht fast so aus. Einem jetzt egal, oder? Bin zu lahm beim Wechsel. Viele Items. War nichts in dem Federball zu suchen, das Vieh. Gar nichts, aber gut. Und wir machen noch ein paar Bälle. Irgendwo nichts Bären. Mögen Bären. Da ist schon falsch vorbereitet. Hi, du hast nichts gesehen. Okay, ich muss den ein bisschen drohen, glaube ich. So. Ich schwerfe gleich. Ich sag's dir. Was ist das? Ein Hippo. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Du.
Jetzt gerade neu gespawnt, oder was? Kann doch nicht sein, dass dieses Viech solche Attacken kennt. Jetzt mal ernsthaft. Das war so ein Gift irgendwas. Na, du bist zu klein. Warum seid ihr alle so unterlevelt? So, stell dich nicht so an, bleib im Ball. Einsatz von Flammenwurf gesehen. Du willst mich doch verarschen, echt. Wieso kann dieses Vieh Flammenwurf und Giftattacken und was weiß ich noch? Ah! Wieso gebe ich euch eigentlich so Lebenssinn? Wieso? Was schwimmt da? Die ist nicht. Na. Ah. Das war nicht gut. Das ist doch ein Boden-Pokémon. Ich glaube, ich gehe jetzt ins andere Gebiet und irgendwie leveln. Nee, finde ich das gerade ein bisschen heftig. Wieso darf der zweimal? Geht nicht. Bis dann gucken wir, kommt jetzt noch? Kommt jetzt noch was, oder? Oder war's das? Gut. So viel dazu. Danke. Hi, wie läuft die Knacking Mama? Wo warst du so lange? Schön, dass du wieder reinschaust. Was hast du denn die Tage getrieben? Es läuft semi-optimal heute, würde ich sagen. So. Will ich Pokémon wechseln? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur dahin, wo ich hin soll. Zweimal dran und halte mich um. Das ist doch nicht normal. Dann sind sie im roten Bereich und dann denke ich, ach ja, roter Bereich, dann lässt es sich doch fangen. Aber nein. Du musst ganz viele Pokémon hier fangen, Viking Barbe. Heute mit ein paar Freunden eine Hütte gemietet. Eine Hütte gemietet? Wie? Erzähl. Für wann? Für heute? Für den Urlaub?
Oder für was? Wieder was im Auge? Ja, so ein kleiner Miniurlaub. Okay, aber dann diese Woche oder habt ihr die Hütte gemietet für wann anders? Urlaub im Januar. Aha. Fängst früh an. Ich glaube, das ist wirklich einfach die Nachtmusik, oder? Das Alert-Zeichen bei. Sag's mir, Negide. Bei Metal Gear Solid. Ausrufezeichen über dem Kopf. Ah, die letzten zwei Wochen da. Ah, okay. Deshalb war es nicht da. Eigentlich sollte es eher nach Österreich gehen, aber da war. Dann ja wieder alles ein bisschen komplizierter. Okay, und warst du dann jetzt? Dann war es hoffentlich schön. Jetzt regnet es auch. Hallo. Was zur Hölle ist denn hier los? Das ist eine Stachelspore, das sah aus wie Blitze. Wenn du im Gras bist. Ach nee, da war ja gar nichts. Große Exemplare gefangen. Ich weiß nicht wissen, ob die große oder klein sind. Bei dem Sichlo hat man es gesehen. Aber sonst. Ah, super, das ist schön. Wir haben eine Hütte Ferienhaus an der Ostsee, okay. Ah ja, du bist aber von da oben, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ja mega weit. Aber das ist ja nur von mir aus mega weit. Und wie ist Pokémon so mir gefällt? Also du musst halt über die teilweise katastrophale Grafik hinwegsehen, aber ansonsten macht es eigentlich Spaß, finde ich. Nur ja, also die Level, siehst du ja hier, die Level variieren irgendwie extrem. Und irgendwie sind die wilden Pokémon auch immer besser als meine. Ja, optisch sieht das irgendwie nach. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Wurde auch schon mit Skyward Sword verglichen, aber das habe ich nicht gespielt. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, schon gerne noch mal ein Onix, aber immerhin der Team 2 Onixen. Stinktieren. Da. Wie viel mir das einfach abzieht. Ich finde das nicht in Ordnung. Was ist denn gut gegen Gift? Was? Was ist gut gegen Gift? Psycho eigentlich.
brauche endlich dieses Piano. So. Wann entwickelst du dich endlich, Vogel? Auch mal gut zu wissen. Komm, der ist nass, der muss doch einfacher zu fangen sein dann. War das eine richtige Animation? Oder hing der gerade irgendwie komisch? Der bewegt sich irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Und der letzte mochte ja Bären. Nein, nein, nicht mich, die Beere. Mach mal lieber nur Blubber. Aber nicht sterben, okay? Wieso ist da dann immer oben gut gemacht, Anton? Hat zwar nicht, was ich wollte, aber gut gemacht. War Feuer nicht auch gut gegen Gift? Irgendwie hat das vorhin nicht so gut geholfen. Ein bisschen Schiss durch diesen Dreck zu warten. Oh, ich habe es nicht gesehen. Der kann einfach Flammenwurf und Giftschock. Also dieser Giftschock ist echt widerlich. Sicher und Bohlen sind gut gegen Gift. Okay. Boden. Was ist jetzt passiert? Was ist da gerade passiert wieder? Gibt dir eine kleine Hilfe, was wie effektiv ist. Gibt es? Oh. Ah. Das ist nicht so okay. Ein Volltreffer. Drinbleiben oder verbrennen, du hast die Wahl. Achso, es ist 8 Uhr. Sollen wir noch ein paar Runden Scribble spielen? Oder eher nicht? Wie gesagt, bis 9 hätte ich noch Zeit. Das Symbol am Ende der Attacke, wenn du einen Pokémon im Kampftausch siehst, steht es auch nochmal da. Das Symbol am Ende der Attacke. Mal drauf achten. Wieso mag mein Evoli mich nicht? Weil es die ganze Zeit stirbt. Halt ich sehr drin. Achso, ist das die Vorstufe von dem Hippo-Dingensbummel?